Herzlich willkommen und Glück auf, ihr Lieben. Ja, kommen wir zu Teil 33 von Vibes of Kosmos, Schwingungen des Kosmos. Wir sind noch bei Buch 4, da gibt es noch zwei Teile und dann widmen wir uns voll und ganz dem Buch 5. Ja, heute geht es um die Maße der Erde. Jedes Kästchen, was man hier sieht, sind 10 hoch 6 Quadratkilometer. Und daran kann man dann relativ einfach die Größe der Erde berechnen. Das macht er auch hier in dem Buch. Und wir sehen dann auch die Größe der Kontinente und auch der Ozeane. Das ist alles selbsterklärend. Deswegen lasse ich euch alleine mit den Bildern und melde mich am Ende des Videos nochmal. Ja, es ist ziemlich interessant zu sehen, was für ein rundes Bild sich hier ergibt. Und wir können genau erkennen, Terra Vista, der größte Kontinent, dicht gefolgt, oder was heißt dicht gefolgt, relativ großer Abstand von Afrika. Afrika ist größer als Asien und das ist ziemlich interessant. Kann man auch so nachvollziehen, bei der Globus Erde wirkt Afrika ziemlich klein. Obwohl es nicht so ist, also da gibt es einige YouTuber, andere Leute, die das schon festgestellt haben. Ja, dann haben wir die südlichen Inseln, dann Lemuria, Amerika, Atlantis, Australien und Europa als kleinster Kontinent. Ja, die Ozeane, nicht der Pazifik ist der größte, sondern der Atlantik, und zwar um ein ganz signifikantes Stück, liegt daran, dass die Erde größer ist und der Atlantik mit den Wassern, ja, hinter dem Eiswall, hinter dem Eisrand verbindet. Ja, hier die Aufteilung von Land und Wasser. Orange Land, blau wie das Wasser. 34 zu 66%. Das ist die Oberfläche der Erde. Ja, in der nächsten Grafik haben wir die Prozentanteile der Ozeane. Wie gesagt, Atlantik
der größte von allen, macht fast die Hälfte der Wassermassen aus. Ja, danach der Pazifik, weit dahinter, zusammen mit dem Indischen Ozean. Also der Pazifik ist nicht annähernd so groß im Verhältnis, wie man annehmen mag. Und zu guter Letzt die Landmassen. Ja, mit Terra Vista, mit Abstand der größte Kontinent auf der großen Erde. Dicht gefolgt von Afrika, zweiter Platz. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Kurz und super knackig. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem wann ihr das Video schaut. Schaut mal in die Videobeschreibung, wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Glück auf!